Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zurück nach einigen Tagen, wo es ein bisschen ruhiger war auf dem Kanal, zu einer neuen Episode von Pro Evolution Soccer 2020 mit Ajax Amsterdam. Und ja, direkt zu Beginn hoffe ich mal, dass ich ein bisschen sehen kann, dass die Qualität des Videos ein bisschen besser ist, weil ich hatte jemanden in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, ich glaube im Football Manager Video, dass ja die Qualität nicht wirklich Full HD ist, trotz 1080p. Ich habe mal ein bisschen die Bitrate erhöht bei der Aufnahme. Ich hoffe, dass jetzt ein bisschen flüssiger sein wird und auch die FPS-Anzahl dann jetzt wieder besser ist. Könnt ihr gerne in den Kommentaren ein bisschen Feedback geben oder in Form von Daumen hoch oder Daumen runter, dann weiß es halt, ob es besser oder schlechter geworden ist. Genau. So, jetzt noch ein paar Verhandlungen. Freigabegebühr für Dest. Genau, Dest wollten wir ja verkaufen. Der wird schon gehen. Perfekt. Kotarski ausleihen. Vertrag läuft aus, deswegen erstmal verlängern würde ich mal sagen. Machen wir 3 Jahre, komm, lassen wir einfach mal so. So, und in der Zeit können wir ihn ja auch direkt mal verleihen. So. Dann auch Schurs geht schon, Traoré wird auch schon ausgeliehen, Bruno Varela soll dann weggehen. Dann hätten wir noch Scherpen als zweiten Keeper, unseren 2,2 Meter großen Spieler. Können wir auch gerne akzeptieren. Kriegen wir ein bisschen Geld, ein bisschen mehr Spielraum, um uns dann neue Spieler zu holen im Winter. So, die letzte Partie haben wir zudem gewonnen mit 4:1 gegen Lok Moskau. Nicht Verhandlungen. Haben somit die Gruppenphase überstanden, was natürlich sehr schön ist und können uns jetzt erstmal auf die Liga konzentrieren. Einem nicht unwichtigen Spiel gegen PSV Eindhoven. So, in Topform ist ein gewisser Pierre. Der kommt rein für Martinez. Der hat es ja auch sehr gut gemacht die Wochen davor. Masraoui, den ich ohnehin vor Feldmann sehe, ist jetzt auch in Topform. Also noch ein Grund mehr, ihn spielen zu lassen. So, noch jemand hier in Topform. Varela, ja, De Jong. Alvarez kommt dann für Blind. Der kann auch ein bisschen ein kleines Päuschen nehmen. So, Neres. Machen wir es mal so. Quincy Promes auf die rechte Seite für Neres. Der kann dann eventuell zur Pause rein. Genau. Und Leao beginnt wieder von Anfang an. Beginnen wir mal das absolute Topspiel gegen Eindhoven. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Es sind so wunderbare Szenen hier in der Johann Cruyff Arena. Fast 55.000 Sitzplätze gibt es hier und heute natürlich selbstverständlich erstrahlt diese Arena in den traditionsreichen Farben des Gastgebers. So wollen Sie auflaufen. Also mit drei ganz vorne. Drei ganz vorne, die typische holländische Formation. So ihre Probleme haben, gerade dann, wenn sie vor allem Jetzt die PSV. gerade dann, wenn sie ein kompaktes Mittelfeld haben wollen, wer sich für dieses Mit Daniel Schwab kennt man natürlich, ne? der glaubt an die Salas Mal, Steven Bergwijn, Ibrahim Affelay. Vor allem auch an die Spielintelligenz Affelay zurück. seiner drei Jungs davor. Mit der PSV wusste ich gar nicht. Der ehemalige Spieler von Barcelona und der ja auch, glaube ich, für ein Jahr war das, wenn ich mich nicht täusche, FC Schalke 04 ausgeliehen wurde. Oh, direkt mal ein brutales Foul. Aus der Distanz. Erster Schuss. So, nach ein paar Tagen muss ich mich wieder einfinden. Bin ich mal gespannt, ob wir das ganz gut hinkriegen. Schön von Masraoui, wollte ich schon sagen. Sehr gut, Quincy Promes kontert Masraoui.
der in absoluter Topform ist. Und er läuft, weil Hendrix kein gutes Schenkspiel hat. Oh, Foulspiel, das war ein Foul, das war ein Foulspiel. Ganz klar. Also ich habe so zerzauste Haare. Hatte keine Lust, die mitzumachen. Muss noch mal wieder zum Friseur. Viel Platz da für den Spieler. Oh, war gar nicht für ihn geplant. Donny van der Beek. Super viel Platz. Und da ist er, der Trainer, Johan Cruyff. Johan Cruyff, aka Johannes Dento. Sehr schön. War gar nicht geplant. Ich wollte ihn hier treffen, da unten links. Die Nummer 12. Auch schön, ich zeige mit meiner Hand auf dem Bildschirm. Was ihr natürlich auch sehr gut sehen könnt. Aber es war ein guter Start. In einer wichtigen Partie. Der wichtige Führungstreffer. Perfekt. Wieder ein Foulspiel des Gegners. Die gehen hier ganz schön zur Sache. Natürlich verdient die erste. Noch zwei der gelbe Karte. Schon. Uiuiui. Noch eine Grätsche. Was ist denn los mit denen? Wollen wir jetzt hier. Herr Jakajan. Ja, so viele Fouls innerhalb von ein paar Minuten. Ist nach 13 Minuten schon, glaube ich, 4 Fouls. Und krass. Leao, Leao. Gerade noch geblockt. Schade. Schön raus auf Bande. Viel Platz für Leao. Leao mit dem nicht 2 zu 0. Am allerfreiesten vor dem Tor. Und frühestens nur wäre natürlich super gewesen. Aber einfach so weitermachen. Wenn die PSW weiterhin so ihre gelben Karten sammelt, dann werden die bald nicht mehr zu 11, die auf dem Platz, auf dem Rasen sein. Mal malen, raus auf Bergwein. Gut zugestellt von Masaoui. Effekt. Knapp von Pierre. Man merkt diese enge Ballbehandlung von Sie, das ist schon allererste Sahne. Da merkt man schon den Unterschied zu anderen guten Spielern. Bande! Versucht ihn da zu klären. Schön. Das ist Pressing ohne Foulspiel. Kriegst du Tadic. Oh, schön rausgespielt auf Steven Bergwein. Den kriegt er noch. Ja. Oh, schnell ausgeführt wahrscheinlich. Nee. Gefährlich, gefährlich. Komisch, dass er kein Spieler ist für ein kurzes Anspiel. Uiuiui, weg da. Schön. Auf Leao. Perfekt. Also kein zweiter Ball für die PSV und wir können Konter starten. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht von Leao. Rafael Leao. Auf Tadic. Freistoß. Wieder ein Foul. Noch eine gelbe? Nee. Aber klasse. Gemacht von Rafael Leao. Erstmal Hakim Ziyech. Ins Zentrum zu Pommes. Schön. Von der Beek präsentiert sich wirklich in herausragender Verfassung, das wird womöglich Begehrlichkeiten wecken, oder? Nee, 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 von der Beek werde ich nicht verkaufen. Ja, wieder. Nicht so einfach von da. Ihn zu verwandeln. Sie müssen aufpassen. Wenn die hohen Bälle kommen, dann wird es immer gefährlich. Raus auf die Seite. Ganz ordentliche Chance. Nur der Ball hat es nicht zum Kollegen geschafft.
Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir Lauf, Lauf. Schön leer auch geschickt. Dachte ich mir schon, dass es eine Ecke wird. Wollte ich auch haben. Situation keine Selbstverständlichkeit. Kurz ausgeführt. Oh, das war jetzt nicht so. Konter. Viel Platz für Gutierrez. Schön von Pierre. Ach, doch nicht so schön von Pierre. Ich habe zwar mit dieser Drehung gerechnet, aber den hatte. Perfekt. Klein noch gar nichts zugelassen. Das gegen unseren ärgsten Konkurrenten, auch wenn zurzeit verhindert auf Platz 1 ist, würde ich schon sagen, dass PSV schon das stärkste Gegner ist. Ah, ich wollte ihn flach einspielen. Gute Arbeit des Verteidigers, erklärt auf Kosten einer Ecke. Hakim. Bande. Die Platz für Taliafico, aber da kann er von da nicht direkt schießen. Hätte ich das gerne gemacht. Nächstes Foulspiel. Komm, ich will das Foul. Freistoß für Ajax Amsterdam. Hat er schon gelb? Nee. Drei gelbe Karten vom Gegner auch noch. Krass. Sieht man auch nicht so häufig, dass der Gegner so spielt. Ah, gerade so. Müsste jetzt gewesen sein. Gut. Verdiente Führung. Fünf Fouls des Gegners und drei gelbe Karten. Mal gucken, ob die wirklich das Spiel zu Ende beenden werden. Och, Bande, fast wieder dran gewesen. Sie sollten die Partie vielleicht so angehen, als würde es noch 0:0 stehen. Die Konzentration müssen Sie auf jeden Fall hochhalten. Uiuiui, bisschen unter Druck gesetzt, nicht so gut gemacht von mir. Aber wurde jetzt nichts draus, perfekt. Okay, da jetzt auch mit ein bisschen Glück kam der Ball an zu Talic. Schon gespielt raus auf Rosario, aber Alvarez hat ihn. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Viel Platz für Van de Beek. Super gespielt. Ach, den wollte ich doch nicht machen. Kürzere zieht, aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Dann rausgespielt auf Pereiro und wieder schön von Alvarez. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten, das war aber auch bitter nötig. Mit One Touch. Ah. Klasse durchgesteckt. Da ist Leo nicht mehr mitgelaufen. Dass er da gerade noch so rangekommen ist, sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Viel Platz auf der Seite hier. Aber sie konnte den Passweg zustellen. Oh, Pierre und Alvarez bislang super im Zweikampf heute. Hakim. Viel Platz für rechts, auf rechts für Promes. Ja, da kann man nicht an. Eine sehr chancenarme zweite Halbzeit. Aber jetzt nicht so schlecht für uns, würde ich mal sagen, natürlich, bei dem Ergebnis. Den hat da der Hakim. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Oh. Nicht so genau gewesen. Wieder Foulspiel des Gegners. Da ist niemand. Wo ist der Außenverteidiger? Da. Masraoui, bisschen spät, aber immerhin besser als nie. Schönes Zusammenspiel. Oh, ich habe da schon die Hände auf dem Controller genommen. Um meine Jubelgeste zu zeigen. Krasse Parade. Noch keine einzige Unterbrechung. Auch nicht schlecht. Affelei ist der Adressat dieses langen Balls. Da gab es wohl irgendwo wieder ein V-Spiel. Spielverlagerung. Affelei.
Sehr gut, wieder von Pierre. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Rüber nach rechts. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann. Perfekt. Uiui, knapp. Ich hätte schon gerne Unterbrechung, um wechseln zu können, aber wenn es nicht dazu kommt, dann kommt es halt nicht dazu. Oh, da ist der Ball ein bisschen versprungen. So, Leao für Hündeler. Die anderen beiden mache ich jetzt auch noch manuell. So, ein bisschen hier die Jungs schon. Masraoui, weil er eher kommt. Ja doch, Feldmann kommt für Taliafico. Und dann noch der gute Sim de Jong für Van de Beek. Direkt mal drei Wechsel für die letzte Viertelstunde. Hat ja zuvor schon einen Treffer. Ach, doch nicht dahin. Eigentlich für Hündeler, aber wir haben den Ball noch gut. Aber jetzt nicht mehr. Naja, Halbzeit 2 war jetzt wirklich nicht so überragend von uns. Aber solange es beim Ergebnis bleibt, wird sich keiner beschweren, vor allem nicht die Fans. Schon gar nicht gegen so einen Gegner. Sehr gut. Kam doch noch an. Oh, Sarri und Bruma machen das ganz gut, aber Alvarez, Endstation. Schön. Viel Zeit für uns jetzt. Schönes Zusammenspiel. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Wieder Brummer auf der linken Seite. Der ehemalige Leipziger, der sich bei Rasenballsport nicht durchsetzen konnte. Oh, gut gespielt. Sehr gute Grätsche von Alvarez. Das Ding geht rüber aufs lange Eck. Probiert's. Und jetzt ist vorbei. 1-0 gewonnen. Früher Treffer nach einem Standard, kann man schon sagen. Perfekto. Wenig passiert in Halbzeit 2, aber werde mich nicht beschweren. Und ich sehe, wir sind Erster. Na geht doch, endlich mal. Endlich sind wir wieder Erster. Beziehungsweise weiß ich gerade nicht, ob wir überhaupt schon Erster waren, aber machen sind wir es jetzt. Der verhindert nur 2-2 gespielt hat. Gut. Dann sage ich mal, das war's von heute. Oder kommt hier noch irgendwas? Nee. Oh, 2 Wochen lang Pause, 11 Tage. Perfekt, dann müssen wir auch nicht unbedingt uns schonen. Die Spieler dürfen fit sein und ja. Wir sehen uns dann morgen wieder um Punkt 12 Uhr. Hoffentlich dann wieder ein paar Tage lang zumindest. Wieder regelmäßig und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr könnt auch noch gerne in die Kommentare schreiben, ob die Qualität jetzt auch besser ist, auch im Spiel selber jetzt, wenn es flüssiger läuft. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich hoffe, beziehungsweise ich achte schon immer auf euer Feedback und versuche, wenn es in meiner Macht liegt, es zu ändern. Also, vielen Dank und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao!